Hier auch. Und wieder ordentlich Schnibbel, Schnabbel, Schnubbel. Dann haben wir das nämlich auch schon. Schnibbel, Schnabbel, Schnubbel. So. Oh, jetzt komm, was soll... Warum drehst du dich denn immer? Ich weiß, warum es nicht klappt. Eichenharz. Was schmeiße ich jetzt weg? Oh nein, ich will nichts wegschmeißen. Am liebsten will ich gar nichts wegschmeißen. Ich hab die Idee. Hier wird nichts weggeschmissen. Alles, was potenziell Geld bringt, wird nicht weggeschmissen. Oh. Erstmal hier schon ein bisschen Freiraum schaffen. So, Schaf, jetzt aber. Geht doch. Du entkommst meiner Rache nicht. Du nicht. Gut, haben wir das schon mal fertig. Heute ist ein Scheißtag. Schalalalala. Kaffee. Ah, vielleicht sollte ich hier oben nehmen. Ich sollte so viel machen, ne? Ist doch nicht mehr schön. Lea hatte ich gestern geschenkt. Ja, Lea hatte ich gestern beschenkt. Den Aal würde ich gern behalten. Das behalte ich auch. Die Kirschen behalte ich auch. Uns gehen langsam die Früchte aus, wenn ich das mal so sagen darf. Komm, das kann eigentlich jetzt auch erstmal weg. Jetzt gerade erstmal. Später werde ich nochmal Neues brauchen. Aber jetzt gerade kann es erstmal weg. Bin sicher, das sage ich jetzt noch. Später werde ich es bereuen. Die Wolle kommt nach oben. In den Webstuhl. Den Wein nach unten. In die Gannen. Alles einfach rein. Ja, man kann jetzt schon förmlich von einem Weinkeller reden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Met ich in dem einen oder anderen Ding noch rein positioniert hatte. Aber man kann schon wirklich von einem Weinkeller reden. So. Gehen wir nochmal gerade zu Clint. Schubidudu. Stadt. Hallo, werter Clint. Alles klar bei Dixe. Bisschen Gold. Was auch immer das ist. Kohle. Ich meine, früher habe ich mich ja über Kohle gefreut. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile. Strahlt eine Aura der Kälte aus. Was zum Teufel? Was ist das? Kalkstein. Werkzeuge verbessern. Die Iridium-Axt, bitte. So. Perfekt, da haben wir das schon mal. Bushaltestelle. Verkaufen wir erstmal den Rest und dann gehen wir in die Wüste. Linus war das. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, ne? Oder ich mache den Tag einfach mit. Die ganzen Dinger hier, die können weg. Die brauche ich wirklich nicht. Wirklich nicht. Oh, Stein rein, Gold rein. Und dann hat sich das Ganze. Da habe ich wirklich in einer Aufnahme habe ich es geschafft, zwei Werkzeuge aufzurüsten. Und das letzte kommt natürlich jetzt auch noch. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Ich meine, zwei Barren haben wir ja jetzt schon. Mehr oder weniger, der eine brennt sich ja gerade noch. Das heißt, wir brauchen noch 12 Iridium. 12 Iridium und ich bin zufrieden.
Dann habe ich das Jahresziel erreicht. Ich meine, das erreiche ich so oder so, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wir haben noch 4 Tage. Also das sollte ja wohl locker machbar sein. Also da gab es schon schwerere Ziele, die ich hier erreichen wollte. Schleim, Schleim. Hätten wir schon mal das Ganze auf 10 runtergebrochen. Ich wollte ja sowieso meinen Bergbauskill noch hochpushen, ne? Wer weiß, wie lange das sowieso noch dauert. I don't know. I don't know. Nehmen wir da noch mit. Potenzielle Iridiumquellen? Fragezeichen. Ja, Kohle. Ich müsste echt nochmal zur Abenteurer gehen. Ich glaube, das muss ich mir mal aufschreiben, dass ich das direkt in der ersten direkt anfange, in der nächsten Aufnahme nachzugucken. Hep. Ah, nee, Pech gehabt. Scheiße! Aber der hat zumindest eine Treppe da gelassen. Sehr aufmerksam von dir. Das ging gerade ein bisschen zu schnell mit der Treppe. Hier, ich rieche doch was, hier ist doch was. Wenn die mich so schnell runter... also loswerden wollen, dann ist hier auch was. Schade. Mann, ey, ich habe immer... das Gefühl, die droppen was und dann gucke ich auf die Leiste und dann sehe ich da kein Iridium gedroppt. Das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen traumatisch, aber dann schon so ein bisschen ärgerlich. Das sehe ich doch wiederum gern. Da waren es nur noch 9. Da oben war ja jetzt eine Treppe und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eins runter. Ich habe so viel Schleim, ne? Ich könnte meinen quasi in einen Schleimmann verwandeln. Komplett mit dem ganzen Schleim einreiben. Zu Halloween. Und dann erschrecke ich die Dorfbewohner. Ich bin der lebendige Schleimmann. Kohle. Immer diese Kohle. Naja, zumindest ist fürs nächste erstmal meine Kohlereserve gesichert. Wer weiß, was ich da sonst noch baue, was Kohle kostet. Gibt ja so ein paar Sachen, die noch mit Kohle kosten. Von daher bin ich trotzdem für jedes bisschen Kohle dankbar. Auch wenn ich gerade jetzt lieber in dem Moment Iridium sehen würde. Aber gut, was nicht ist, ist nicht. Da bin ich ganz optimistisch. Zack. Iridium, nee, aber ein Schleim. Potenzielle Iridium. Leider nicht. Potenzielle Quelle! Die potenzielle Quelle hat mich nicht im Stich gelassen. Tritra, tralala, es macht wieder mal bumm. Au. Gut, wir sammeln jetzt nicht alles Stein auf. Nein. So. Wunderbärchen. Na komm her. Das war meine letzte Superbombe, ne? Schade eigentlich. Nase juckt. Ah. Ich muss mir unbedingt merken,
in der nächsten Aufnahme Linus was zu schenken. Schade, dass ich mir keine Notizen in-game machen kann oder so. Ich kenne meinen Kopf. Na komm. Bleib mir bloß fern, du Mumie. So. Na komm. Bitte. Lass dich nicht anhimmeln. Das gibt's nicht. Hallo. Ach shit, der hat mich berührt. Ich bin verflucht. Vor Jesus. So. Zack. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt das Pech auf einen Schlag zurück. Komm, hau ab. So. Ja, jetzt. Euch bringe ich wieder dahin, wo ihr hingehört. Unter die Erde. Schön, ihr nur so viel ihr wollt, meine Freunde. Du bist 8 Ebenen hinuntergeplumpst. Das höre ich allerdings gerne. 8 Ebenen hinunterplumpsen. Läuft bei uns. Komm, hier ist kein Iridium, wir gehen runter. Wir brauchen immer noch 8. Am liebsten würde ich ja hier gar nicht rausgehen, bis ich 8 Iridium zusammen habe, ne? Aber wenn ich nachher zusammenbreche, verliere ich hinterher noch was. Dann verliere ich noch die gesamten Stacks Iridium. Das wäre ein bitterer Verlust. Ansonsten muss ich das halt einfach in der nächsten Aufnahme machen, nachdem ich Linus beschenkt habe. Ich meine, ist ja jetzt auch kein Drama. Ja. Da bin ich ja flexibel bei sowas. Schon wieder 8 Ebenen. Ja, sag mal, ist denn heute schon Weihnacht? Hm. 150. Also von mir aus könnt ihr gerne noch ein paar mehr von diesen Diamantendingern droppen. Das gibt's einfach nicht. Oh. Immer noch so viel. Komm. Oh, ich bin fast tot. Oh. Es ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Oh, 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 oh. Böses Faul. So, da habe ich mich nochmal aus einer brenzligen Lage herauskatapultiert. 2 Iridium, da oben ist noch mehr Iridium. Das. Okay, 3 Stück noch. 3 Iridium und ich bin zufrieden. 3 Stück, das wird ja wohl machbar sein. Komm schon, bitte. Eins runter. 1 Iridium. Nee, 3 Iridium. Boah, ey, was machen denn diese ganzen Mumien wieder hier? Das war Desperados. Eisen. Kann ich bitte noch aufheben? Diese blöden Mumien. Ah. Ja, ja. Mumien können schon nervig sein. Vor allen Dingen, wenn ich so ein ganzer Haufen verfolgt. Was geht mit euch ab? Ich sehe schon, das Spiel will nicht, dass ich jetzt
sämtliche Dinger kriege. Das verhindert es mit allen Mitteln. Verfluchte Scheiße, Mann. Ich kann nicht lange um sie herum. Da ist... Ich sehe das Loch.